Der berühmte Wissenschaftler Fred Hoyle hat zahlreiche Versuche unternommen, die Urknalltheorie zu widerlegen, wobei er immer kläglich scheiterte. Also hurra Urknall. Daraufhin sagte er, dass er selber nicht an seine Theorien glaubte, aber er nicht akzeptieren wollte, dass das Universum einen Anfang hatte. Der Urknall ist nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit dem Anfang des Universums. Der Urknall ist nur der Beginn des Universums, das wir verstehen können, also mit Kausalität und Co. Es ist vollkommen möglich, dass es vor diesem kausalen Universum ein nicht-kausales Universum gab. Oder dass das Universum in einer endlosen Schleife immer wieder expandiert und sich wieder zusammenzieht. Also ist der Urknall nicht notwendigerweise der absolute erste Anfang des Universums. Weil sonst selbstverständlich wäre, dass es jemand geben müsste, der diesen Anfang ausgelöst hätte. Falsch, ein Sack Reis kann umfallen, ohne dass ihn jemand anschubsen muss. Der Urknall muss nicht irgendwie mit einem Schöpfer zu tun haben. Einige sehr viel logischere Theorien beinhalten zum Beispiel eine Fusion von Antimaterie und Materie, die sich gegenseitig auscanceln. Also im Grunde, erst gab es nichts, dann sind Materie und Antimaterie entstanden. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass das Universum vorher einfach in einer anderen Form existiert hat. Es gibt einen ganzen Haufen Möglichkeiten, die sehr viel wahrscheinlicher sind als Allah hat's gebastelt. Ein funktionierendes Universum, wie wir es kennen, entsteht nicht einfach so. Es ist auf Wissen und Macht zurückzuführen. Der Astrophysiker Stephen Hawking sagte, wäre die Materie damals beim Urknall mit einer Geschwindigkeit, die nur um 100 Trillionstel schneller gewesen wäre, auseinandergeflogen, so wäre alles auseinandergegangen, ohne dass sich Planeten hätten bilden können. Interessant. Ich würde mal sagen, die logische Antwort darauf ist ja und. Es gibt eine ganze Reihe von sehr viel logischeren Gründen als Allah, um das in Anführungsstrichen Feintuning des Universums zu erklären. Erstens, es ist die einzige Möglichkeit, wie ein Universum existieren kann. Zweitens, es existierten unzählige Universen vor unserem Universum und unzählige Universen nach unserem Universum, die allesamt verschiedene Parameter aufweisen und wir haben eben das Glück, in einem der Universen zu leben, in dem Leben möglich ist. Dritte Möglichkeit, hätte das Universum andere Parameter, hätte sich das Leben vollkommen anders entwickelt, zum Beispiel auf einer anderen Basis als auf Kohlenstoffbasis. Soll ich die Liste weiterführen? Oder bist du weiterhin fest davon überzeugt, dass ein magischer Zauberpapi im Himmel die einzige Möglichkeit ist? Die Wahrscheinlichkeit für die zufällige Entstehung von Leben ist so hoch, wie die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Münze 1 Million Mal hochwerfen und immer dabei dieselbe Seite herauskommt. Mal sehen, allein in der Milchstraße haben wir so 50 Milliarden Planeten. Dazu kommt noch, dass es mehr als die Milchstraße gibt und, ja, mal ganz ehrlich gesagt, es gibt so viele Planeten und Sterne da draußen, rein statistisch muss es mindestens eine weitere Welt geben, auf der Leben existiert. Und selbst wenn es ein Universum gäbe, in dem die Umstände für Leben, wie wir es kennen, vollkommen unmöglich wären, ist es immer noch möglich, dass Leben auf einer komplett anderen Basis entsteht. Und das Lustige ist, sobald dieses Leben in diesem anderen Universum einen gewissen Stand an Wissen erreichen würde, kann ich mir folgendes Bild vorstellen. Eine Gruppe von humanoiden Wesen, die aus Feuer bestehen, stehen in einer brennenden Ebene und einer, der auf einem Stein steht, sagt, wir müssen Vulkanus verehren. Wäre das Universum ein paar tausend Grad kälter, könnten wir nicht existieren. Der Glaube, dass der ganze Planet, wie wir ihn kennen, einfach durch Zufall entstanden ist, ohne einen Schöpfer, ohne einen allmächtigen, allwissenden Gott, der uns erschaffen hat und das Leben gegeben hat, ist total gegen jede Logik. Also es ist vollkommen jede Logik anzunehmen, dass etwas Komplexes einfach so entstehen kann. Darum muss es für etwas viel Komplexeren erschaffen worden sein, das einfach so existiert. Gibt es irgendjemanden, der dümmere Scheiße labern kann als du?